Coco möchte sich auch nochmal verabschieden bei euch. Markus und Jasmin, ganz, ganz lieben Dank nochmal. Dankeschön, dass du mir ins Ohr schreist. Wie ihr seht, dem Kandidaten geht's gut. Hallo und herzlich willkommen. Wir kriegen gleich Gewitter und von daher zeige ich auch heute nur ein kleines Update. Und zwar diesen Mammutbaum. Den habe ich von Markus und Jasmin letztes Jahr zugeschickt bekommen. Und schmeiß mal die hinten einfach rein. Man sieht also, die Blätter sind etwas bräunlich geworden. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, Markus. Aber wie gesagt, das ist nicht tragisch, denn die Wurzeln sehen sehr, sehr gut aus. Hier sieht man den Steckling. Also er hat wunderbar Wurzeln gemacht. Jetzt sind zwei oder drei etwas abgeknickt, aber das ist nicht so tragisch. Und jetzt pflanzen wir den guten mal ein. Wir haben jetzt in den Topf hier unten Vlies reingelegt, damit unser Substrat nicht abhanden kommt. Und ich werde den jetzt relativ tief einpflanzen. Ich packe erst ein bisschen Substrat unten rein. Da dieser Steckling ja sehr hoch ist und ich ihn jetzt auch nicht abschneiden möchte, pflanzen wir ihn ein bisschen tiefer und dann hat er etwas mehr Halt. Das Substrat völlig trocken rein. Dann ist das besser jetzt für die, besser für den Steckling. Denn wenn das Substrat feucht ist, das pappt und klebt das Ganze und lässt sich also schlecht befüllen. Von daher mache ich das jetzt trocken. Ein bisschen schütteln und rütteln. So, dann gibt es noch ein bisschen Wasser. Und wie gesagt, der Baum wird eh jetzt seine Blätter abschmeißen zum Herbst. Von daher sieht das schon mal ganz, ganz vielversprechend aus. Und er hat den Winter prächtig überstanden und ist mittlerweile auch im Wachstum. Und hat ein schönes, kräftiges Grün. Und das, was hier drin ist, das ist kein Unkraut, sondern das sind Sämlinge. Das hier ist eine Erle. Und hier haben wir ein paar Weidensämlinge, die selber ausgesät haben. Also es ist doch manchmal ratsam, nicht sofort alles aus dem Topf rauszureißen, was dort keimt, sondern ruhig mal etwas Geduld haben und warten. Denn manchmal bekommt man so auch neue Bäumchen. Den Baum hatten wir letztes Jahr ziemlich spät eingepflanzt und er hat den Winter draußen überlebt. Ist kräftig im Wachstum jetzt in diesem Jahr. Im Frühjahr hat er sich ein bisschen schwer getan. Blätter waren etwas bräunlich gewesen, aber mittlerweile frisch grün, dunkelgrün. Und somit ist der Kandidat also angewachsen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ich diese Pflanze denn jetzt zu einem Bonsai machen? Das dauert noch etwas. Wir werden diesen Baum jetzt noch bis nächstes Jahr zum Frühjahr drin lassen und dann machen wir uns Gedanken, wie wir diesen Baum zum Bonsai vorbereiten. Also man kann nicht eine Pflanze einpflanzen und dann in kürzester Zeit einen Bonsai draus machen, auch bei Sämlingen nach Möglichkeit erstmal wachsen lassen. Gegebenenfalls schon mal ein bisschen drahten, so in die Form, die man später haben möchte, man das weiß. Bei diesem Steckling war es so, jetzt der musste erstmal anwachsen, damit wir überhaupt was an dem Baum machen können. Und es ist uns gelungen, er wächst und sieht kräftig aus und auch sehr gesund. Und von daher können wir nächstes Jahr im Frühjahr an dieses Bäumchen herangehen und ja, mal sehen, wie wir ihn dann zu einem Bonsai weiter vorbereiten. Das sehen wir dann in einem der nächsten Filme. So, ich zeige euch jetzt noch ein paar kleine Updates. Wie gesagt, eigentlich wollte ich heute einen etwas größeren Film machen. Hat leider nicht geklappt, aber egal. Morgen ist auch noch ein Tag. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem nächsten Film mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao. So, und jetzt ein paar Updates. So sieht die Weide momentan aus. Ja, also die ist wirklich mächtig wieder gewachsen. Und dort werden wir dann auch jetzt rangehen und mal den ein oder anderen Trieb zurückschneiden. Aber jetzt gehe ich erstmal rein, es fängt an zu regnen. Den habe ich hier geschützt gestellt unterm Dach. Denn wenn dort der Regen drauf knallt, dann sind die ganzen schönen Blüten hin und das wäre wirklich schade. Von daher habe ich den jetzt hier untergestellt. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, durch meine Nase. Na, sag mal. Oh, ist er geblitzt. Zuhören. Ruhe, Ruhe. Thank you.
Bum, 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 bum. Ich liebe Gewitter. Allerdings nur, wenn man geschützt ist. Unser Morgenbrutterweibchen hat wieder Eier im Mund. Wo ist denn der Papa? Da. Und da ist Nemo. Das war das erste Baby, was überlebt hat von den beiden. Und weg. Coco möchte sich auch nochmal verabschieden bei euch. Markus und Jasmin, ganz, ganz lieben Dank nochmal. Dankeschön, dass du mir ins Ohr schreist. Wie ihr seht, dem Kandidaten geht's gut. Und mal schauen, wie wir nächstes Jahr weiter vorbereiten. So, jetzt aber tschüss. Bis denn. Hallo Melodie. Hallo. Es knallt draußen. Oh. Ja.